In der Mission unter Herzogs Kontrolle geht es darum, dass die Backdoor im Drohnensteuerungsprogramm offen bleibt. Skell weiß garantiert mehr darüber. Wie soll ich Ihnen bei dem Drohnenprogramm helfen? Die Hintertür, die Schwachstelle im Programm muss offen bleiben. Trey Stone weiß davon und er weiß, dass ich ein Sicherheitsteam hatte, das daran arbeitet. Das waren die Leute, die er in dem Video in den Truck verladen hat. Also lässt er Sie weiter daran arbeiten. Ich werde Sie befreien. Wo würde er Sie hinbringen? Es gibt ein Techniklabor. Da stehen die Server des Sicherheitsteams. Zerstören Sie sie, damit niemand Ihre Arbeit fortsetzen kann. Gut. Sehr gut. Zerstören, das können wir doch immer noch am besten. Dann würde ich sagen, reisen wir schnell zum Aurora-Rechenzentrum. Ihr abonniert in der Zeit meinen Kanal und dann sehen wir uns gleich dort. Und dann wird zerstört. Wir sind am Aurora-Rechenzentrum angelangt. Ja, jetzt sollen wir das Tech Lab lokalisieren. Das Tech Lab überblickt den See der unteren Ebene. Das ist natürlich jetzt maximal weit weg. Und ich habe noch eine kleine Neuigkeit. Und zwar, ich habe angefangen, ein bisschen mit Voice Attack rumzuspielen. Habe ein paar kleine Voice Commands eingebaut. Nichts Gravierendes, nur Gegner markieren und schießen bis jetzt. Aber ich habe vor, da noch viel mehr zu machen. Ich finde, das macht einfach viel mehr Spaß drin. So, jetzt haben wir hier ein paar Scharfschützen auf den Dächern. Und hier einmal bitte mein Ziel erfassen. Vorführeffekt. Ziel erfassen. Ziel erfassen. Funktioniert ja gut. Vielleicht muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten. Gegner markieren. Feuer auf mein Kommando. Das ist cool. Feuer frei. Cool, oder? Ich mag's. So, wir haben hier unten eine Drohne. Und hier geht's runter. Wenn wir da runter und dann da rein kämen. Shotgunner. Fahrzeuge. Da geht's hoch. Okay. Und wo kommen wir denn hier raus? Da kommen wir genau da raus, wo wir hinwollen. Das wäre doch ein möglicher Zugang. Machen wir den hier erstmal weg. Die Drohne da unten, die ist nicht so geil. Mein Ziel erfassen. Scheiße. Ja, wo, was, wo? Hat gesagt, oh! Aber ich weiß nicht wo. Wo ist oh? Wer hat da auch gesagt? Ach da. Feuer auf mein Kommando. Ziel markieren. Gegner markieren. Ah, Gegner. Ziel markieren sollte ich noch einrichten. Feuer auf mein Kommando. Ja. Reichen. Oh. Okay. So. Und schon wieder ein Lag. Prima. Da unten war das, ne? Ich habe irgendwie da unten habe ich einen Aufschrei gehört. Aber die haben sich schon wieder beruhigt. Ihn da hätte ich gern weg. Ja, der ist weg. Die Drohne jetzt da hinten rumwurschteln. Vielleicht sollten wir nicht mit dem Fallschirm reinspringen, sondern ich da unten so ohne Parkour-Fahne. Auch drüber reingehen. Ja, die Panther-Klasse wäre hier natürlich, perfekt. Und das ohne auszuweichen. Da unten war kein Gegner, wenn ich mich recht entsinne. Ach, Mann. Hab ich richtig gehört. Ach, das ist aber ein Ding. Realisierung gestartet. Hier könnte es Informationen geben. Gibt's einen Haufen Infos. Holy. Data Storage. Das hört sich an wie Server. Ja, das sind die Server. Einer. Zweimal. Dreimal. Viermal. Meine Güte, muss die Tür so weit weg sein.
Das heißt, er muss die jetzt leider verkaufen. Zum Glück hatten wir anscheinend im Vertrauen. Ja, guten Tag. Hey, kein Grund zur Sorge. Was ist passiert? Wo sind alle hin? Und wohin? Ich kümmere mich drum. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Irgendwie hat er der Falsche gesprochen. Irgendwie angehört wie im Nachbarhaus. Chat noch das Programm. Mhm. Okay. Als hätte ich das jetzt gelesen. Sentinel Orang. Es lautet, ich erlaube den. Ich wollte eigentlich greifen, aber greifen ging nicht. Schön da unten hinschaffen, damit er nicht hier entdeckt wird. Oh, schneller! Das ist ein Minigunner. Oh Gott. Ich hab das Bling gehört, ne? Welche Leiche wurde denn jetzt schon wieder entdeckt? Gar nicht. Seid auf der Hut, ich könnte überall sein. Ja, überall könnten wir sein. Tut sie aber nicht. Aber... Okay, wir sind hier. Wir müssen sie nur noch finden. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Schön, dass es geht. Ich bin bereit. Bringe mich in Stellung. Yep, alles sauber hier. Ach, das ist ganz gern, den Mut an. So. Nachbarraum. Haus. Gebäude. Gutes Ding, Ghost Lead. Ja, ja. Wir dürfen uns nicht überrumpeln lassen. Oh. Nein, nein, dürft ihr nicht. Lassen Sie mich in Ruhe. Roger, bringe mich in Stein. Hey. Bin unterwegs. Scheiße. Das war's. Wir haben Sie. Scheiße, jetzt haben sie natürlich. Da, Kacke. Na toll. Und tschüss. Welche VIP? Würde ich mal sagen. Hä? Warum sind die anderen beiden nicht kaputt gegangen? Was ist der Blödsinn denn jetzt? Wir hatten an jedem Server ein C4 dran gepappt. Und die sind doch explodiert. Da war schwarz hier. Warum sind die nicht kaputt? Diesen C4-Bug hatte ich übrigens schon mal. Und zwar ist das... Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Oh Gott, wie kann man so unaufmerksam sein? Den C4-Bug hatte ich schon mal. Das ist, wenn ein C4 durch ein anderes C4 zur Explosion gebracht wird. Also wenn sich die Explosionsgrade überschneiden, dann macht das zweite C4 keinen Schaden. Das war ganz besonders toll, als ich mal extra ein ganzes Treppenhaus vermint hatte mit C4. Und extra gewartet hatte, bis die ganzen Wachen im Treppenhaus waren und ganz dann gezündet hat und sind halt, haben halt einfach alle Wachen auch noch zwei überlebt. Ja, mach doch, gib doch. Scheiße, ja. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wieder mal kein Dialog. Ich kann auch nicht abbrechen. Blöderweise kann ich auch keine Schnellreisen machen, weil sonst ein Kampf zu finden. Das ist ein Problem. Nun! Schlecht.
So, es hat sich erledigt. Wir wurden von der Drohne entdeckt und der NPC wurde verwundet. Ist natürlich jetzt schlecht für uns. Aber wir haben ja noch ein bisschen... Irgendwie hat die Drohne allerdings keinen Sound. Vielleicht sollte ich einen Schalldämpfer entfernen. Geht doch kaputt! Nice. Und ich musste auch Voice Mod neu starten. Nein, nicht Voice Mod, sondern Voice Attack neu starten. Nein. Deaktivieren komplett, weil es mein Mikrofon komplett fast stumm geschaltet hat. Also hat irgendwie die Lautstärke vom Mikrofon so stark verringert. Das war nicht so gut. Ich hoffe, es bleibt jetzt so, wie es sein soll. Und ist auch hoffentlich nicht asynchron. Es geht immer noch mit... Ah, jetzt geht's. Und es ist nur ein Biwak. Toll. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Wow! Alter! Jetzt plötzlich kommt die Explosion. Na gut. Okay. Was müssen wir tun? Sentinel-Soldaten sollten wissen. Genau. Ich erinnere mich. Oh. Das ist kein Sentinel. Oh doch, das ist ein Sentinel-Soldat. Das ist der von eben. Der eine, der getroffen wurde. Dann schieß mal los. Wo wurden die denn hingebracht? Warum sagst du mir nicht, wo die Programmierer sind? Tu mir nichts. Tu mir nichts. Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Wie sie immer angeblich alles sagen, was sie wissen. Aber dabei sagen sie gar nichts. Sie wurden von Sentinel gefangen. Das Sicherheitsbüro ist auf der Taktikkarte markiert. Suchen Sie das Sicherheitsbüro. Ja. Da vorne. Ich gucke jetzt andauernd darüber, weil da mein zweiter Monitor ist und ich gucke jetzt dauernd auf den Pegel vom Mikrofon. Weil ich Angst habe, dass das wieder runtergeregelt wird. Auch wenn dazu eigentlich gar kein Anlass mehr besteht, denn Voice Attack ist ja aus. Ich muss doch mal nachprüfen, warum das überhaupt da irgendwie Zugriff auf die Lautstärke vom Mikrofon hat. Was soll der Schwachsinn? Das war Profilinfo. Dunkel. Und da haben wir eine Kiste. Fingerlose Handschuhe. Unermesslich wertvoll. Natürlich nehme ich erstmal das, was falsch ist. Beziehungsweise, das ist auch falsch. Nein, das ist richtig. Gefängnisverlegungsbefehl. Bereits die Programmierer für den Abtransport vom Übergangslager im Rechenzentrum vor langfristige Vorgänge. Bla bla bla. Beim ersten Anzeichen Widerstand. Bla bla. Oh, scheuen Sie sich nicht, ein Exempel zu statuieren. In der Nähe des Sun Lake, im südlichen Teil der Kyung Good Hope Mountain, Notunterkunft. Gut, dann geht's mal wieder dahin. Und ich gucke die ganze Zeit da auf die Missionsbeschreibung und denke irgendwie so, ja, ich gucke schön in die Kamera, aber die Kamera ist da. Und ja, bisschen Verpeiltheit darf schon sein. Dann bis gleich dort. Da unten haben wir die Notunterkunft von Aurora, wo die Wissenschaftler festgehalten werden sollen. Und wir hoffen mal, dass wir hier einen Fallschirmsprung hinkriegen, sonst sind wir nämlich tot. Yay, es hat geklappt. Yippie. Wo landen wir denn? Links nebendran, würde ich sagen. So, einmal gegen die Landmatte. Gut, dass wir schon wissen, wie es da drin aussieht. Ein Boten? Das ist bestimmt am Flugzeug, am Heli da hinten. Wie sieht's denn hier aus? Autonome Gespräche. Fuck. Genau, wo ist der Strom? Wo ist der Generator? Da.
sind ein Haufen Wachen. Ich würde sagen, Synchronschuss in Verbindung mit Synchronschussdrohnen. So, haben wir überhaupt noch Synchronschussdrohnen? Das wäre das nächste. Ja, haben wir 6 Stück. Sehr gut. So, dann den einen da. Den Funker. So, da war noch... Oh, da war noch irgendwo einer. Shit, shit. Die kommen jetzt aber nicht hierher, oder? Da hinten, da steht da einer. Feuer! Natürlich. Oh, ich hasse diese kleinen, diese blöden Petzendrohnen. Na toll. Business as usual. Wie immer. So. Schütz erledigt. Oh, ein Sniper. Da ist ein Turm. Wow. Oh, shit. Ja, Feuer. Schießen, schießen. Pistrone, Pistrone. Nein. Boah, danke. Schnell eine Spritze hinterher. Boah, wie ich diese Drohnen hasse. Ist der Scharfschütze dran. Bam. Das ist so irritierend, dass die Tracer, also die Lichtkugel, die da mitfliegt, dass die anders fliegt als die Kugel. Ist auch ein Bug, der ist schon ewig drin. Und wird einfach nicht gefixt. Was? Ich hab schon mehr vergessen, als du je gelernt hast. Such nach Zielen! Gib alles! Überraschung! Bin direkt hinter dir! Hat der gerade noch gesagt, er wäre direkt hinter ihm? So, gut. Wir wissen nicht mehr, wo wir sind. Aber ich will echt gern die Zelle da hinten öffnen. Das ist zufällig auch eine Nebenmission, die ich aber nicht aktiviere jetzt. Au, ich wollte gerade abdrücken. Ja, scheiße. Wieder mal nichts mehr zum Heilen da. Verdammt. Jetzt schießt er nicht mehr. Nie mehr schießt er. Ein Schuss, ein Treffer. Beim dritten Schuss. So, was steht denn hier? Einer der Flüchtlinge rannte in Richtung des Sees. Sentinel-Soldaten, die den Wald absuchen, sollten mehr wissen. Weißt du was? Das machen wir mal mit Stil. Alles einsteigen. Die Fahrt geht los. Feuer! Und wir warten. Oh! Ist schon down, sehr gut. Dann sag mal an, was du weißt. Ich hoffe, du kannst mir Antworten liefern. Du weißt schon alles, bitte. Töte mich nicht. Kann ich nicht versprechen jetzt, aber... eine E-Mail, okay. Eine... Ja, das wissen wir doch schon. Das war die falsche Taste. Den letzten Flüchtigen finden. In Richtung des Sees. Der war's. Ganz ruhig, okay? Ich gehöre nicht zu Sentinel. Ich will Ihnen helfen. Von wegen? Das ist wieder eins Ihrer Spielchen, oder? Iza Herzog, Königin der Kranken. Sagen Sie ihr, dass ich die Schnauze voll hab. Ja, sagen Sie ihr das! Behalten Sie den Kopf unten und folgen Sie mir. Okay. Ich kenne einen Ort. Los geht's. Ich kenne auch einen Ort. Mehrere sogar. Hier muss es interessante Daten geben.
Oh ja. Eine bunte Kiste. Die bunte Dieter-Kiste. Hey, ich gehöre wirklich nicht zu Sentinel. Mein Name ist Nomad. Jay Skell schickt mich. Wir wollen einen Teil der Überwachungsdrohnen ausschalten. Die Hintertür. Sie will, dass wir die Hintertür schließen. Ja. Gehören Sie zu diesem Computersicherheitsteam? Sie arbeiten wirklich mit Jace? Na, sagen wir haben dieselben Ziele. Sie haben ja keine Ahnung, was diese südafrikanische Irre den Menschen antut, damit sie arbeiten. Damit sie tun, was sie tun sollen und denken, was sie denken sollen. Oder auch nur, um ein Geständnis zu bekommen. Ich kannte Leute, die von ihr beeindruckt waren. Wo ist Fat Zabi? Ichinemidunam! Wo ist Fat Zabi? Was soll das, Vaughn? Das geht ja seit Tagen so. Willst du immer nur reden oder machst du auch mal irgendwas? Naja, Waterboarding funktioniert nicht, also. Keine Ahnung, was ich tun soll. Du weißt nicht, was du tun sollst. Nakon! 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 Verdammt nochmal, Mann. Ach, lass ihn doch. Knochenbrechen ist illegal. Zabi Kojast. Das Teil, das Sie die Büchse der Pandora nennen. Bitte! Fleisch ist fertig. Dann wollen wir mal essen. Hey, du weißt, dass sowas gar nicht geht. Pff, fick dich. Bist du jetzt weich oder was? Was ist legal, was nicht? Scheiße, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert wäre, wenn das ein Profi gemacht hätte. Früher haben wir mit dieser knallharten Blondine aus Südafrika zusammengearbeitet. Die liebte Foltern. Hat ihr Spaß gemacht. Und eins sage ich dir, die bekam Antworten. Ja, das waren Aussagen, auf die du zählen konntest. Das scheiß Papasöhnchen Vaughn macht alles genau nach Lehrbuch, spielt hier den dicken Bürohengst. Willst du wirklich mit so einem Scheißkerl arbeiten? Hättest du nicht lieber einen kompetenten Profi in deiner Ecke? Tja, da haben wir ja was geschafft. Ich will meins Medium Rare. Ups. Hast du ein Problem? Ihr wurdet mir zugeteilt. Ihr seid meine Gorillas. Ich bin mal ehrlich zu dir, Vaughn. Wir sind deine Babysitter. Du hast uns gar nichts zu sagen. Geh uns lieber aus dem Weg. Oder du wirst es bereuen. Ein paar Leute, die ich früher mal kannte, waren bereit, für so eine Frau zu arbeiten. Wie heißen Sie? Karl. Ich heiße Karl. Karl? Ich muss in dieses Gefängnis und den Rest Ihres Teams retten. Unmöglich. Das war früher mal ein Schutzraum für den Fall von Naturkatastrophen. Das ist besser geschützt als Fort Knox. Wer kann mich reinbringen? Ich weiß nicht. Ich habe gehört, wie sich diese Soldaten beschwert haben. Der Chef dieser Einrichtung lässt es sich in Antares gut gehen. Das war so eine Art Urlaubsort für Skelltech-Angestellte. Der wird nicht reden. Wenn ich seine Adresse rausfinde, kann ich ja mal höflich fragen. Danke. Moment. Der Code für die Zellen. Nur Herzog und ihr, der Typ, der ihr hilft, nur sie kennen den Code. Sie ist immer im Gefängnis, aber Sergeant kennt. Die Soldaten meinten, er geht zu seinem Stammaußenposten. Sie hören viel. Wenn man sie in diese kleine Kiste steckt, sind sie schon froh, wenn sie nicht verprügelt werden. Sie reden nicht, aber sie hören alles. Danke. Können Sie irgendwo unterkommen?
Nach Hause können Sie nicht. Ich habe Freunde in der Nähe. Nun, das war überraschend. Und jetzt war der andere, der übergelaufen ist. Ich habe seinen Namen vergessen. Schauen wir doch mal schnell nach. Josiah Hill war jetzt auch ein richtiger Arsch, ne? Ein richtiger Arsch. Also genau vom gleichen Schlag wie Walker. Also wundert es mich doch nicht mehr so sehr, dass der übergelaufen ist. Aber ja. Nun gut. Dann gehen wir in der nächsten Folge die übrigen befreien. Und ich glaube, ich schau mal nach, was das mit dem Voice Attack ist. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dann. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.